Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Hier ist die Tamara Stern, die uns zwei Modelle mit dabei hat. Oder andersrum, ich bin in Hamburg und ihr stellt hier heute zwei Modelle vor. Genau genommen sind es aber drei. Richtig, das sind einmal die HCX 1500, die HCX 2000 und die CX 10, die aber über die Broadcast-Schiene läuft und deswegen gerade mal ein bisschen außen vor steht. Okay, das bedeutet auf gut Deutsch, wir haben eigentlich den Ersatz zur X1000. Genau, die X1000-Nachfolge haben wir hier und die Linie ist ein bisschen weiter aufgesplittet. Wir haben drei Camcorder-Modelle, einmal für den Amateur, für den Consumer-Bereich, einmal für den ambitionierteren Semi-Profi und die CX10 ist dann im professionellen Bereich angesiedelt für auch Broadcasting-Ansprüche. Und wir haben noch eine Besonderheit, die Modelle sind deutlich kleiner geworden. Wenn man das jetzt vergleicht so gegen eine X1000, würde ich sagen, wirkt fast halbiert. Fast, ja. Wir sind bei 60%. So ist es quantifiziert worden. Aber das ist genau der Punkt. Also unser Punkt ist, dass wir mit diesen neuen Modellen in den Run-and-Gun, One-Man-Operator, One-Man-Director-Bereich reingehen wollen. Das heißt, wir wollen hier ein Tool an die Hand geben, was einfach eine sehr hohe Potenz hat im Sinne des Zoom-Faktors. Wir haben 24-fache Zoom, gleichzeitig aber eine hohe Anfangsöffnung, eine F1,8 Blendenöffnung haben. Und wir eigentlich damit alles produzieren können, was wir im Eventbereich, was wir im Newscast-Bereich, was wir im Sportbereich liefern müssen, als One-Man-Operator. Und das bedeutet dann zwangsläufig, Sensor ist nicht Vollformat, ist nicht Micro Four Third und ist auch nicht 1 Zoll, sondern? Nein. Wir haben hier einen 1 zu 2,5 Zoll Sensor, der 4K aufnimmt, C4K, 4K, 50-60p. Wir haben ein Chroma-Subsampling und eine Bitrate von 4 to 10 Bit Max. Haben für die Broadcast-Variante nochmal ein paar Broadcast-Formate drin. Für die beiden gilt, wir haben MP4, MOV und wir liefern auch noch AVC-HD, für den, der es noch nutzen möchte, mit. Wir haben WLAN-Module in diesen Kameras, wir können die live streamen. Und das Profimodell kann dann auch Ethernet? Genau, wir haben Ethernet, das dem Profimodell vorbehalten ist. Das ist aber auch die Dateiformate, das Ethernet und diverse Broadcasting-Standards sind das Einzige, was im Endeffekt die CX10 nachher von der HCX 2000 unterscheidet. Gut, und wenn wir jetzt die zwei Modelle hier anschauen, dann sehen wir, dass hier ein Griff oben drauf ist. Und ich darf dir jetzt einfach mal schön das Mikrofon geben. Das geht nämlich eigentlich ganz einfach. Man kann nämlich hier mit einer Schraube das wegschrauben. Das kennen wir eigentlich schon. Wer das so sagt, so, habt ihr das von Canon abgeschaut? Davon ist nicht auszugehen. Gut, also man kann es ganz einfach wieder draufsetzen und ganz einfach wieder dran schrauben. Und hier oben dran haben wir jetzt eigentlich ein Modul. Das, sage ich jetzt mal, erinnert mich sehr stark an das der Lumix-Modelle, an das XLR1. Ja, das ist in der Tat sehr ähnlich. Ich stelle mal die kleine 1500er ab. Wir haben hier hat man es schön zu sehen, eine recht ähnliche Mimik wie der DMW XLR1, den man aus dem Lumix-Bereich kennt. Wir haben hier ähnliches Prinzip, eigentlich ist es fast dasselbe, angereichert mit im Kopflicht hier drin, was auch dimmbar ist. Ich habe an diesem Griff also diesen Duo-Stereo-Kanal mit XLR-Anschluss, wie ich ihn auch in dem XLR1 habe. Diese zwei XLR-Schnittstellen kann ich separat pegeln. Ich kann sie auch mit separaten Eingängen bespielen. Also ich kann ein Line-In geben und ein Mikro oder zwei Mikros. Eigentlich all das, was wir schon kennen. Ein entscheidender Unterschied haben wir. Wir haben 48 Kilohertz, genau. 24 Bit hier an diesem Griff. Wir haben bei der DMW XLR1 96 kHz Max, auch in 24-Bit. Dafür haben wir hier halt das Kopflicht mit drin, dimmbar. Ich habe hier die Zoom-Wippe und den Auslöser übertragbar. Und ich kann es halt, das sehen wir hier ganz schön im Vergleich, auch abnehmen, wenn ich noch kompakter sein will. Also bei der X2000 wird es mitgeliefert, beim X1500 kann ich es optional dazu kaufen. Gut, und kostet irgendwie knapp 300 Euro, so ja, um den so Dreh. Ist geplant. Ja, genau. Jetzt haben wir klar irgendwie 4K-Qualität bei den beiden Kisten. Wir haben in jedem Fall mal 50p, haben wir schon gehört. Es gehen auch 60p? In meinen technischen Daten da, ja. Ausprobiert habe ich es noch nicht. Okay. Es gibt noch einen entscheidenden Unterschied zwischen den zwei Modellen, also nicht nur den Handgriff, sondern es gibt auch eine SDI-Schnittstelle. Genau, also die SDI-Schnittstelle ist dem Semi-Profi bzw. Profi vorbehalten. Ist ein BNC-Connector. Sieht man hier, 3G SDI,
Die haben die X2000 und die CX10 und der eher an den Consumer ausgerichtete X1500 hat den entsprechend nicht. Das bedeutet aber, 3G bedeutet maximal Full HD. Dafür ist der 3G SDE ausgelegt, dafür wird er im Broadcast verwendet und das 4K kann ich über die HDMI-Schnittstelle natürlich komplett in der 422-10-Bit-Qualität ausgeben. Okay, jetzt haben wir vorne eine Optik dran, die ist 24-fach, aber man kann im Full-HD-Modus auch noch verlängern, das heißt also einen Ausschnitt, einen Crop aus dem Sensor nehmen. Ja, ich kann natürlich auf die Pixel-Pixel-Technologie gehen und dann habe ich einen zweifachen Zoom, ohne Verlust zu haben. Und beim Autofokus sagt ihr, den haben wir jetzt übernommen aus den Lumix-Modellen. Welchen Vorteil versprecht ihr euch davon? Die ganz klare Live-Bild-Analyse ist ganz anders. Die Venus-Engine funktioniert anders. Wir haben jetzt hier die Venus-Engine drin. Die Venus-Engine arbeitet anders mit den Live-Daten, die der Sensor weitergibt. Die kann sie anders interpretieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Farbinformationen mit einzubeziehen, wenn ich eine Analyse fahre für die Gesichtserkennung. Das heißt, meine Gesichtserkennung ist in der gleichen Potenz, wie ich sie von Lumix her kenne. Dadurch, dass ich hier wie bei einer Kompaktkamera einen 1:2,5-Zoll-Sensor habe und entsprechend auch diese Schärfentiefe, ist das jetzt müßig, das mit einer S-Serie oder auch mit einer GH5 zu vergleichen. Aber wenn ich das mit einer anderen Lumix vergleiche, in einem ähnlichen Sensorfaktor, habe ich eben die gleiche Performance. Und die ist natürlich unbestritten bei Lumix führend im Gegensatz zu den älteren Camcordern. Und das können wir jetzt hier halt auch fahren. Wir haben die Information, die Camcorder erscheinen im März. Die Preise stehen noch nicht hundertprozentig fest, aber so eine Preisvorstellung gibt es. Irgendwie 1700 ist der Einstieg. Wie geht es weiter? Genau, also die X1500 soll um und bei 1700 liegen. Die X2000 liegt dann im Bereich von 2,2. Und hat dann eben den Griff mit dabei. Und mit dem, noch um das obendrauf zu sagen, da liegen wir bei 2,6 mit der CX10. 2,6, 2,7, der Dreh. Genau. Okay. Die Modelle werden alle gleichzeitig ausgeliefert? So ist der Plan. Es gibt regionale Unterschiede. Ich bin aus dem europäischen Hauptquartier. Wir werden da weltweit Unterschiede haben. Aber März ist das Target. Wie es dann sich verteilt, das wird man in einem halben Jahr, in einem Vierteljahr sehen. Gut, wir werden natürlich die Camcorder testen. Wir kriegen die natürlich, sobald sie da sind. Natürlich. Ihr habt es amtlich. Wir erinnern dann die Tamara auch daran. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben das hier jetzt live in Hamburg gedreht, schon Anfang Dezember, muss man so sagen. Von daher sammeln wir jetzt noch weitere Informationen. Guckt in jedem Fall mal auf unsere Webseite drauf. Zur CES werden wir natürlich noch jede Menge andere Videos und auch andere Informationen bei uns veröffentlichen. Insofern bedanke ich mich, freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.